Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Ich hab gerade das Intro eines Familienvaters geklaut, Digga. Moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen. Und hiermit herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Minecraft ist mittlerweile schon seit fast 14 Jahren auf dem Markt. YouTube wird dieses Jahr 18 Jahre alt. Und Minecraft hatte seinen ersten Hype auf YouTube schon vor 10 Jahren. Und zwar im Jahr 2013. In den 10 Jahren haben sich mittlerweile einige Minecraft-Legenden entwickelt, von denen einige mittlerweile sogar verschwunden sind. Und in diesem Video werden wir über meine Personal Favorites reden und mal gucken, wie viele Legenden du noch kennst und ob du überhaupt alt genug bist, um die zu kennen. Let's go! Fangen wir mal mit der ersten Person an, die heutzutage immer noch Videos macht, aber es niemand mehr im Schirm hatte, dass die Person damals Minecraft-YouTuber war, und zwar Unge. Oder damals auch bekannt als Unge spielt bzw. den gruseligen Öko-Freak mit den Dreadlocks. Spaß beiseite, Leute, Unge macht mittlerweile schon seit über 12 Jahren aktiv YouTube. Und das schon seit über 10 Jahren hauptberuflich. Das Krasse ist, dass er mit Minecraft YouTube-Videos angefangen hat, weil ein damals 13-jähriger Junge ihm gesagt hatte, dass er mit Minecraft anfangen soll. Und jetzt war er eine Zeit lang einer der größten Minecraft-YouTuber Deutschlands und bleibt hoffentlich noch einige Jahre. Ich finde es wirklich krass, wie stark sich Unge vom Aussehen her geändert hat. Bevor wir zur zweiten Person gehen, möchte ich mich für den Sponsor des Videos bedanken. Mein Fuß. Spaß beiseite, Leute, falls du einen kleinen YouTuber mit ungefähr 300 Abonnenten unterstützen möchtest, würde ich mich übelst krass über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Das ist natürlich freiwillig, aber ich bin noch am Anfang meiner Karriere, deswegen würde es mich übelst krass unterstützen. Nebelnick. Nebelnick bekam seinen ersten richtigen Hype im Jahr 2015 und in dem Jahr war er auch einer der größten Minecraft-YouTuber. Allerdings brachte er schon seit 2008 YouTube-Videos raus. Digga, ihr müsst es euch mal vorstellen. Er hat angefangen, YouTube-Videos zu machen. Da waren voll viele Leute noch nicht mal auf der Welt. Doch plötzlich hörte Nebelnick im Jahr 2015 einfach so auf mit YouTube. Ohne Vorwarnung, ohne nichts. Ein paar Jahre später meldete er sich zu Wort und sagte seinen Fans, weswegen er mit YouTube aufgehört hat. Und die Gründe waren Rückenschmerzen und eine Anzeige von einem 70-jährigen Mann. Während seiner YouTube-Karriere vernachlässigte Nebelnick sein komplettes Leben und war von morgens bis abends am PC, was dazu führte, dass er Probleme mit seiner Wirbelsäule bekam und sogar eine bestimmte Art von Depression. Und in sehr vielen seiner Videos hat Nebelnick Witze über den Sänger Gigi Anderson gemacht, was dazu geführt hat, dass behauptet wurde, dass er auch eine Anzeige von Gigi Anderson bekommen hat. Auf dem dritten Platz war der zweitgrößte Gaming-YouTuber Deutschlands, und zwar Dena. Dena war nicht nur hauptsächlich für seine Minecraft-Videos bekannt, sondern auch für GTA, Call of Duty und weitere Spiele. Allerdings fing Dena mit dem Alter an, von Gaming auf Vlogs umzusteigen und schließlich lädt er mittlerweile nur noch Formel 1 Content hoch. Kennst du noch Dena oder kannst du dich noch an ihn erinnern? Weil der nächste YouTuber ist einer der YouTuber, die mittlerweile sogar verschwunden sind. Und zwar ist es Gomme HD. Gomme war damals für seine guten Minecraft-Let's Plays, Vlogs und Formate bekannt. Dazu gehörte ihm der europaweit größte Minecraft-Server mit ständig mehr als 10.000 Spielern zur gleichen Zeit. Du musstest als normaler Spieler an manchen Tagen bis zu 2 Stunden warten, um überhaupt im Server spielen zu können. Doch allerdings kam am 5. Dezember 2020 Gomme HDs letztes YouTube-Video online und seitdem ist er auch auf keiner seiner Social Medias mehr aktiv. Manchmal kommen noch TikTok-Videos von dem offiziellen GommeHD.net-Account online, wo man seine Stimme hören kann, mehr aber auch nicht. Damals wurde sogar ein Lied für Gomme HD gemacht. Ey Leute, es tut mir leid. Auch wenn diese Person kein YouTuber war, hat die Person Minecraft Deutschland wirklich beeinflusst. Und zwar war es Lukas der Rapper. Er hat eigentlich nur Minecraft-Lieder rausgebracht über Minecraft und Minecraft-YouTuber. Und er ist ziemlich viral damit gewesen und jedes kleine Kind auf der Grundschule hat damals seine Lieder gepumpt. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Okay, Digga, das ist echt cringe. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich am Anfang des Videos gesagt habe, dass Unge spielt mit Minecraft angefangen hat, weil ein 13-jähriger Junge gesagt hat, dass er mit Minecraft anfangen soll. Der Junge war keine weitere Person als der Peso-Besitzer Justin. Vielleicht bist du noch etwas jünger und kennst Justin nicht. Justin war damals Minecraft-YouTuber, der ziemlich populär wurde. Allerdings switchte er von Minecraft zu Mode-Content und eröffnete seine eigene Modemarke Peso. Peso ist heutzutage eine sehr, sehr große Streetwear-Band, mit der Justin schon Millionen verdient hat und ja, mit der Justin schon mittlerweile Millionen verdient hat. Okay Leute, ich komme gerade vom Schnitt des Videos und mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft gestottert habe und ich glaube, ich sollte mich mal zeigen. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft gestottert habe und dementsprechend
sehr viele Szenen rausschneiden musste, weswegen das Video jetzt nur 5 Minuten lang geworden ist. Deswegen habe ich es mir so überlegt, dass ich jetzt bald einen zweiten Part mache, bei der du mitentscheiden kannst, über welchen YouTuber ich berichten werde. Um einfach mitentscheiden zu können, musst du mich einfach nur abonnieren, das Video liken und in die Kommentare schreiben, über welchen YouTuber ich denn gerne reden sollte. Wenn du einen kleinen YouTuber am Anfang seiner Karriere unterstützen möchtest, würde ich mich übrigens krass über ein Like oder sogar ein Abo freuen.